Wir finden in dieser Jahreszeit sehr viel Nässe, Kälte und eine vermeintliche Trostlosigkeit in der Landschaft. Im Vergleich zum Sommer wächst nur sehr wenig und das in einer Geschwindigkeit, die wir in unserer Gesellschaft überhaupt nicht gewohnt sind. Manch einer weiß ja gar nicht mehr, was er mit der ganzen freien Zeit alles machen soll. Und die Wetterbedingungen laden auch nicht dazu ein, irgendwas draußen zu machen. Eine Möglichkeit ist, ab in den Süden, der Sonne hinterher. Aber ein kurzer Blick zu unseren Freunden lässt das Herz erstrahlen und wärmt den Leib. November ist eine optimale Pflanzzeit für unsere Freunde. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und letzten Freitag sind meine Bäumchen angekommen. Waren insgesamt 10 Stück und in die Erde sind sie auch gleich gekommen. Ich habe jetzt hier auch einige in den Topf oder beziehungsweise in einen Kübel gesetzt. Einfach weil ich jetzt nicht den Platz hatte und ich wollte einfach die Sorten haben. Und wenn es dazu kommt, dass ich meine eigene Grundstücksfläche habe, dann haben sie ihr Zuhause gefunden. Aber sonst kultiviere ich die jetzt einfach mal hier so in diesen großen Mörtelkübel. Funktioniert eigentlich recht gut. Habe jetzt hier noch ein paar Winterschutzmaßnahmen genommen, damit die jungen Bäumchen auch im Winter ganz gut überstehen können, ohne Schäden und auch recht gut anwurzeln können. Habe da auch hier jetzt die Steine rumgelegt, einfach zum Wärmespeichern und auch ein bisschen vor dem Frost zu schützen, habe ich mir so gedacht. Dann fangen wir hier auch mal an. Das hier ist jetzt eine winterharte Kaki, also alle diese Bäume habe ich jetzt mal dieses Mal beim Baumrebschule Schreiber bestellt, beim Dominik. Die gibt es ja hier auch bei YouTube. Und ja, ich war einfach mal von den Sorten angetan und wollte mal einfach mal bei denen bestellen. Ich habe hier 2 Kakis bestellt. Das hier ist jetzt die Tipo oder Vanilla, glaube ich, die Sorte. Dann habe ich hier eine, das ist jetzt eine, das ist die Snow Queen, das ist eine Nektarine, auch schon ein recht schöner Baum. Dann, wenn ich hier weitergehe, hier, das ist die Marille, bei uns ist es die Aprikose Sephora, das ist ein selbstbefruchtende Marille, finde ich sehr schön, weil ich jetzt einfach nicht mehrere habe und hier in der Umgebung gibt es nicht so viele Aprikosen bzw. Marillen, deswegen lege ich auch da auch ein bisschen Wert darauf, dass die Obstbäume auch selbst befruchtbar sind. Also so viele Töpfe und Kübel hatte ich jetzt momentan nicht, dass ich mir mehrere Marillen hätte bestellen können. Und hier habe ich die Early Sandwich, das ist eine Tafelpfirsich, auch ein recht schöner Baum, wie ich finde. Und Pfirsiche sind wirklich wunderbare Bäume. Also so frische, vollreife Pfirsiche vom Baum, das ist wirklich ein Gaumenschmaus. Also da verpasst man wirklich was. Und wenn ich dann hier weitergehe, hier weiter, das ist jetzt die andere winterharte Kaki. Also die Kaki-Bäume, das ist jetzt der dritte, den ich habe. Die sind alle winterhart, die können sogar bei uns draußen im Freiland wachsen. Minus 15 Grad halten die auch aus und das ist jetzt hier die Kaki Tipo. Hier ein bisschen an der Nordseite vom Haus, auch ein wenig im Halbschatten, haben wir jetzt eine Hauszwetschge, haben wir jetzt hier reingesetzt in die Erde, hat einfach den Grund gehabt, weil wir da drüben, der andere Zwetschgenbaum, der da ganz hinten, da kann man jetzt sehen, das ist die italienische Zwetsche und die braucht natürlich andere Befruchter und hier bei mir in der Siedlung weiß ich nicht
ganz genau, ob es hier Zwetschgenbäume in der Nähe gibt, wenn sie blüht. Und da habe ich mich dann ein bisschen erkundigt und herausgefunden, dass die Hauszwetschge ein wunderbarer Befruchter ist für die italienische Zwetschge. Und da dachte ich mir, bestelle ich mir die. Und da hat mein Vater die dann einfach hier mit reingesetzt, so ein bisschen in Halbschatten und ein bisschen weiter weg auf vom Haus. Und da schaue ich mal, wie ich sie dann ein bisschen kultivieren werde, damit die halt nicht ganz so nah ans Haus und beziehungsweise auch an der Straße wächst. Aber da bin ich da einfach mal gespannt und freue mich dann auch wirklich, wenn es dann mal wirklich die ersten Zwetschgen gibt, weil Zwetschgen esse ich auch gerne ohne Ende. Natürlich dürfen auch die Bäume direkt in der Erde nicht fehlen. Das habe ich jetzt hier im Naturgarten gemacht. Direkt hinter der Zwetschge habe ich hier jetzt zwei Bäume reingesetzt. Das hier ist jetzt eine, ja, so eine Edelpflaume nennt man das. Die ist so gelb. Ich glaube, die ist, wie heißt sie denn? Renéclaude. Quillens, wie gesagt, so eine Edelpflaume, bildet sehr anscheinend sehr süße gelbe Früchtchen. Der ist jetzt nur so diesen einen Trieb, habe ich den so bekommen. Habe auch hier jetzt ein bisschen Bambus als Stützpfeiler mit reingesetzt und diesen Gartensack tue ich dann auch noch ihm überstülpen, falls es dann wirklich noch Minustemperaturen hat, damit er ein bisschen geschützt ist. Und hier habe ich jetzt gerade noch ein bisschen Holzhäcksel von Kirschen um ihn herumgelegt als Mulch. Das habe ich gestern bekommen und das habe ich jetzt überall bei den Bäumen auch gemacht. Hier, das ist jetzt eine Nektarine, eine Tafelnektarine. Diese Plattnektarine nennt man das, oder Tellernektarine. Die habe ich jetzt auch ein bisschen dicker eingewickelt. Kann man vielleicht ein bisschen oben das sehen, weil es hier dann noch etwas kühler werden kann und die soll auch ein bisschen geschützt sein. Wir hatten schon die Tage minus 5 Grad, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und hier ist jetzt ein bisschen Halbschatten, von hier kommt dann die Sonne auf, wird dann die Nektarine hier doch gut Sonne abbekommen, vielleicht ein bisschen von der Zwetschge wird abgedeckt, aber ist nicht ganz so schlimm und bis ungefähr 4 oder 5 wird die dann noch, ja, einfach Sonne bekommen. Ist dann für mich ein bisschen interessant, wie sie sich entwickelt und einfach mal ausprobieren. Und wenn wir dann weiter runter gehen, da kann man das jetzt schon sehen, hier bei dem Vlies unten, da habe ich jetzt eine Weichsel, eine, ja, nennt man so hier in Bayern und Österreich, ist so eine Art Sauerkirsche, wird sie auch bei uns genannt. Es bildet aber nach der Sortenbeschreibung süße Früchte, ist selbst befruchtbar. Auch, das ist auch sehr schön. Hier ist jetzt auch genau der Standpunkt, ist ein bisschen, ja, auch im Halbschatten. Zur Mittagszeit bekommt der Baum hier die Sonne direkt runter und dann nochmal am Abend hier, weil so die, ja, ein bisschen die Lichtung ist, aber von der Feuchtigkeit her dürfte es normalerweise kein Problem sein. Auch hier jetzt Holzhäcksel rundherum, genauso wie den Apfelbaum, den ich schon vor längerer Zeit gesetzt habe. Den habe ich mir jetzt nicht bestellt, der war nicht bei den Bäumen mit dabei, den habe ich schon seit Jahren bei mir in der Permakultur. So, jetzt habe ich mich nochmal hier ins Warme zurückgezogen. Es ist schon draußen doch ein bisschen frisch und windig geworden. Und deswegen möchte ich hier nochmal die Zusammenfassung machen. Also ich habe insgesamt 10 Bäume bestellt. Wie man jetzt im Video sehen konnte, habt ihr jetzt nur 9 gesehen. Hier in einem Kübel die 5 Bäume, dann die eine Hauszwetschge draußen. Halbschatten ein bisschen und die 3 Bäume im Schrebergarten. Eine, das ist die Walnuss Wunder von Montreal, glaube ich. Muss ich nochmal genau nachschauen. Oder sollte ich vielleicht genau nachschauen. Aber jedenfalls diese Walnuss, den habe ich einen guten Freund, also den Produzenten bei mir in der Region,
einfach geschenkt, eine kleine Geste, weil er halt ein sehr guter Freund ist, der immer für mich da ist. Er hat mir natürlich auch alles, sehr viel beigebracht. Vieles habe ich mir dann selbst angeeignet, aber die Grundlagen hat er mir gegeben. Er ist echt ein herzhafter und liebevoller Mann. Und es ist halt auch so, er lebt halt auch bei seiner Mutter sozusagen in einem Haus, kümmert sich auch wirklich um sie, weil sie auch pflegebedürftig ist, finde ich auch wunderbar von ihm. Und er darf halt da im Hof, darf halt da seinen Bauerngarten auch machen, im größeren Ausmaß. Auch da versucht er wirklich davon zu leben. Und es ist halt auch so, dass die letzten Tage war es halt dann so, oder die letzten Wochen, dass halt von seinem Bruder, der Mann von seiner Tochter, also der Bruder, er hat Töchter und Söhne, und von der einen Tochter, der Mann möchte unbedingt ein Haus haben, und da haben sie jetzt sich dazu entschieden, ein Haus auf dem Grundstück von seiner Mutter halt zu bauen. Natürlich gehört es meinem Freund, dem regionalen Produzenten, nicht die Fläche, sondern seinem Bruder. Und so hat er es mir halt erzählt und ich habe es halt so verstanden. Und da war halt ein alter Walnussbaum, den haben sie gefällt. Dieser Walnussbaum war schon mehrere hundert Jahre alt. Und also, da hat er auch viele Erinnerungen damit verbracht. Also als er noch ein kleiner Junge, da war der Baum schon richtig groß. Da hat er auch Schaukeln drauf gebaut. Er hat mir erzählt, dass der auf Fröste von minus 25 Grad überstanden hat und da man auch Überreste sehen konnte. Und ja, als er mir diese Geschichte erzählt hat, das war für mich schon ein bisschen herzergreifend. Natürlich, es ist so, wie es ist. Der Baum ist jetzt weg, der ist abgefällt. Darf man sehen, wie man will. Aber das ist halt für mich auch so. Ja, wenn man einen Baum wegreißt, er hat viel damit, viele Verbindungen, viele intensive Beziehungen, Gefühle mit dem gehabt, dann dachte ich mir so, ja gut, dann schenke ich ihn halt einfach ein. Wenn ich schon diese Folge bestelle, dann dachte ich mir so, ja, spendiere ich ihm einfach ein, damit er ihn einfach wieder setzen kann. Und da habe ich auch von einem Freund in Sizilien zum Beispiel auch gehört, dass er so eine Art Baumpate hat. Das heißt, dass man einfach den Leuten, die jetzt Grundstückfläche oder einfach eine größere Fläche zur Verfügung hat, dass man denen jetzt einfach Bäume spendiert sozusagen. Dann, ja, irgendwann, wenn dann der Baum Früchte trägt, dass man sich dann sozusagen die Früchte teilt, finde ich auch eine wirklich schöne Sache. Und das hat mir sogar mein Freund, der regionale Obstproduzent, dann auch noch angeboten, wenn er mal in 5-6 Jahren mal Früchte bringt, also Nüsschen, dann bekomme ich auch welche. Finde ich schön. Habe ich jetzt nicht aus dem Grund gemacht, sondern weil für mich einfach Bäume wunderbar sind. Sie verbinden einfach Menschen, sind einfach Freunde, und ich finde das einfach wunderbar. Sie müssen nicht nur, für mich ist es nicht einfach nur wichtig, dass sie Früchte und hohe Erträge geben, sondern einfach nur ihr Sein. Also das finde ich sehr schön und wichtig. Deswegen setze ich gerne Bäume, auch wenn ich einen Platz habe. Was wir eigentlich auch alle machen könnten, einfach zu einem Landwirten gehen. Hey, wie wär's, wenn du Fläche oder sowas übrig hast? Ich spendiere mal ein paar Bäume, pflanze mir doch einfach mal Bäume und machen es doch einfach so. Wenn ihr Leute kennt, die Grundstücke oder freie Fläche haben, geht doch einfach mal hin und fragt, hey, hast du mal freie Fläche, hast du Lust, Bäume zu pflanzen? Ich spendiere dir sogar welche. Das ist eigentlich ganz einfach und ja, so können wir einfach Freude draußen in die Welt strahlen. Und das ist halt das, was ich mit dem letzten Baum auch gemacht habe. November ist wirklich eine wunderbare Pflanzzeit. Die Anleitung habe ich auch, war mit bei der Sendung dabei. Sehr kurz und ausführlich. Dankeschön, Dominik. Und auch die Mitarbeiter bei der Baum- und Rebschule. Ihr habt gerade sehr viel zu tun, habe ich auch in einem Video gesehen. Aber ich freue mich wirklich, dass die Bäume gut anwachsen werden. Und ja, ich bin wirklich gespannt. Ich werde mich wirklich um sie wunderbar und gut kümmern. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt.
Gerne könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren und auch dabei auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich freue ich mich auch über einen Daumen nach oben und gerne auch über einen Kommentar, den ihr hinterlassen dürft. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien von mir um ein Projekt erzählt, damit immer mehr Menschen auf dieses Projekt auch aufmerksam werden und wir gemeinsam so ein bisschen was im Garten und in der Natur machen können. Und natürlich, damit ich auch weiterhin für euch Videos produzieren darf und auch das Projekt am Laufen halten darf, gibt es auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten hier für das Projekt unten in der Videobeschreibung oder natürlich auch auf meiner Webseite. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.